Du musst immer Avocado sein. Und du, John Kohlrabi. Hi, komm rein. Komm rein. Ich hab dir was mitgebracht. Oh, Petersilie. Dankeschön. Die passt bestimmt gut zu unserem Tofu. Zieh dir mal lieber die Jacke aus. Ist doch bestimmt warm hier drin, oder? Ja, du hast recht. Setz dich auch erstmal. Komm an. Ich muss eh noch kurz nach dem Essen schauen. Also, ich bin gleich bei dir. Okay. Schön hast du es hier. Danke. Wenn du willst, kann ich dich später in den Garten zeigen. Gerne. Wie lange bist du schon Vegetarier? Im Frühling 4 Jahre. Du? Bald 6 Jahre. Ich finde es immer schön, wenn man Menschen findet, die genauso denken wie man selbst. Geht mir auch so. Ich verstehe einfach nicht, wie man Tiere töten und essen kann. Ja, das Töten finde ich nicht so schlimm. Außerdem macht Fleisch Krebs. Irgendwas macht immer Krebs. Das Programm für eine Sondermeldung. Es wurde erneut eine brutal verstümmelte Frauenleiche gefunden. Da, wie in den anderen Fällen, Körperteile entwendet wurden, geht die Polizei von einem Serientäter aus. Verlassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihr Haus nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Ich wiederhole. Tofu à la Kohlrabi. Warte kurz, ich hole noch die Petersilie. Noch die Petersilie. Ein Stückchen Tomatensaft. Gerne. Auf das Vegetarier sein. Cheers. Wollen wir uns ja nicht einsauen. Petersilie ist gut. Passt gut zum Tofu, ja. Dein Tofu ist aber auch gut. Es schmeckt fast so wie damals, als ich noch Fleisch gegessen habe. Wo hast du das her? Nirgendwo her. Das ist selbst gemacht. Echt? Da musst du mir das Rezept geben. Tut mir leid, streng geheim. Du hast doch bestimmt auch ein Geheimnis wegen deiner Petersilie, oder? Ja, aber ich würde mit mir reden lassen. Und du kannst es nicht verraten? Könnte ich theoretisch schon, aber dann müsste ich dich da noch umbringen. Mein Scherz. Tabasco? Nein, danke. Na gut. Cannibal Holocaust? Ja, cooler Film. Über Kannibalen? Schon irgendwie eklig. Naja, also, ich finde es ein interessantes Thema. Einen anderen Menschen aufzufressen, ist doch krank. Es gibt Kulturen, da ist das ganz normal. Aber man kann doch nicht einfach jemand anders aufessen. Ausnahmen gibt's immer. Wie meinst du das? Würdest du Stalin essen? Es ist doch... Wenn jetzt in diesem Moment Josef Stalin leibhaftig durch diese Tür da spazieren würde, könntest du ihn essen? Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn Josef Stalin hier hereinkommen würde, aber sicherlich nicht aufessen. Und wenn du mit Josef Stalin auf einer einsamen Insel festsitzt, wo es nichts anderes zu essen gibt, würdest du ihn dann essen?
Warum sollte ich mit Josef Stalin... Du weichst der Frage aus. Dann in dieser Situation könnte man vielleicht sagen, dass ich recht habe? Wenn du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, warum ich kein Fleisch esse. Das war gut. Ist noch was da? Hier jetzt nicht, aber wir können in den Keller gehen und noch was holen, wenn du willst. Okay, kein Problem. Gut. Dann, geh du schon mal vor. Okay. Ich komm gleich. Dann wieder links. Ganz schön alt der Keller, oder? Oh ja. Und 100% Schalldicht ist er auch noch. Was ist das? Oh, da ist mir Tomatensaft ausgelaufen. Ja, Tomatensaft. Mhm. So, jetzt kannst du mal den Kühlschrank aufmachen und das Fleisch rausholen. Du meinst doch das Tofu. Ach so, ja, das Tofu. Das Tofu. Das ist es also? Das ist dein Tofu? Na klar. Was glaubst du denn, was du gerade gegessen hast? Das gute Tofu. Dann bist du also der Serienkiller, aber warum? Vor ein paar Jahren bin ich mit ein paar Freunden auf einer einsamen Insel gestrandet. Wir haben alles gegessen, was es da gab. Hasen, Schildkröten, Affen, Menschenaffen. Und als es da nichts mehr gab, was wir hätten essen können, haben wir uns gegenseitig gegessen. Und wenn man einmal mit Menschenfleisch anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören. Leck mich.